Willkommen bei den Gnüs, diesmal Musikproduktion mit A-Dur 3. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Mikroausgabe von GNU Funst. Hier ist wieder Erik. Und wie André es gerade schon im Intro angekündigt hat, heute geht es um Musikproduktion mit A-Dur 3. A-Dur 3 ist gerade ganz frisch rausgekommen, vor einem Monat oder sowas. Hat einen Haufen tolle neue Features und da André und ich das schon seit einer ganzen Weile benutzen, dachten wir uns, Mensch, da müssen wir mal was drüber machen, müssen das mal ein bisschen zeigen, vielleicht ein paar kleine Tutorials drüber machen. Einige fragen sich jetzt vielleicht, was ist A-Dur? A-Dur ist eine Digital Audio Workstation, also im Grunde genommen ein Sound-Editor, ein Programm, womit ich Audio aufnehmen kann, es bearbeiten kann, Effekte drauf tun kann und die ganzen verschiedenen Spuren dann zusammenmischen kann. Mit zu A-Dur gehört noch eine zweite tolle Software, nämlich das Jack Audio System. Das ist eine Software, die es einem erlaubt, verschiedene Anwendungen untereinander zu verbinden, dort Audio durchzurouten und das Ganze dann mit Hardware zu verbinden. A-Dur 3 hat jetzt eine ganze Menge tolle neue Features. Eins davon vor allem, worauf ich sehr lange gewartet habe, ist MIDI. Das heißt, man kann jetzt MIDI aufnehmen, um damit Synthesizer fernzusteuern. Das ist wirklich eine richtig tolle Sache und im Grunde das Feature, was jetzt A-Dur in die Liga der richtig großen Digital Audio Workstations bringt. Wenn ihr das Ganze runterladen wollt, könnt ihr auf a-dur.org gehen. Ist natürlich freie Software. Ist allerdings keine kostenlose Software. Ihr seht, es gibt hier so ein Bezahl-was-du-will-Modellst. Der Autor bittet halt darum, dass man ein bisschen Geld dazu gibt, denn der entwickelt das Ganze hauptberuflich, der lebt davon, dass er das entwickelt. Das ist wirklich richtig, richtig tolle Software, wo richtig viel Arbeit drin steckt. Und da lohnt es sich auch auf jeden Fall, dem Autor da ein bisschen was zu geben. Ihr könnt natürlich auch den Quellcode runterladen, könnt dafür auch was spenden oder es auch einfach aus eurem Paketmanager installieren. Das Ganze werden wahrscheinlich zwei Episoden werden. In der ersten Episode werde ich ein bisschen die Aufnahme zeigen und wie das Ganze funktioniert, so ein paar Grundfeatures. André und ich haben uns neulich getroffen und uns mal zusammengesetzt und ein bisschen Musik gemacht. Davon werden wir ein paar Aufnahmen zeigen, davon habt ihr schon ein bisschen was im Intro gesehen. Und in der zweiten Episode geht es dann so ein bisschen um das Mixing und Mastering und Effekte und wie man denn dafür sorgt, dass das Ganze gut klingt. So, jetzt habe ich einfach mal in A-Dur eine neue Session angelegt, um einfach mal so ein bisschen zu zeigen, wie man denn in A-Dur arbeitet. Das hier in der Mitte ist unser Hauptarbeitsbereich, wo wir unsere Spuren sehen. Da ist jetzt noch nicht groß was drin. Wir haben hier oben unsere Transportsektion, wo man Play und Pause machen kann und all solche Sachen. Hier neben sehen wir unsere Uhren, die zeigen an, wo wir uns gerade befinden. Die eine Uhr zeigt das Ganze in Sekunden an, die andere in Takten und Viertelnoten. Hier haben wir noch so ein paar andere Sachen, so ein paar Spuren, wo man so Marker und so hinzufügen kann. Zwei davon sind recht wichtig, nämlich die eine ist diese Tempospur hier, mit der kann man einstellen, wie schnell das Ganze läuft, also was wir für ein Tempo haben. Standardmäßig steht das auf 120 BPM, man kann hier aber rechts gehen, auf Edit und jetzt was anderes eintragen. Ich weiß zum Beispiel, unser Lied, das sind 85 BPM, das heißt, ich kann hier einfach 85 eintragen. Darüber haben wir noch, da kann man das Metrum einstellen, wenn man nicht 4/4 will. Wozu das halt gut ist, ist, dass man hier gleich die richtige Unterteilung hat und sehen kann, wie die Takte sind. Was wir jetzt erstmal natürlich machen müssen, ist, um überhaupt was aufnehmen zu können, ist, wir müssen eine neue Spur hinzufügen. Dazu gehen wir hier auf Track, Add Track or Bus oder wir rechtsklicken einfach hier in diesen freien Bereich. Wir möchten einen Audio-Track hinzufügen in diesem Fall, um ein Audio aufnehmen zu können. Wir können dem Ganzen einen Namen geben, hier steht es schon Gitarre drin, man sieht es nämlich gerade nicht zum ersten Mal auf und man kann die Konfiguration des Tracks auswählen.
In dem Fall möchten wir einen Monotrack, da wir das direkt von einem Gitarrenverstärker aufnehmen, wo eh nur Mono rauskommt. Klicken wir auf Add und dann haben wir hier unseren ersten Track drin. Der hat hier so ein paar Buttons. Einer der wichtigsten hier ist dieser Record-Button, mit dem wählt man aus, ob ein Track aufgenommen werden soll oder nicht. Das ist noch so ein bisschen was anderes, dieser Mute-Button, damit kann man den stumm schalten. Mit Solo kann man machen, dass man nur den Track hört. Wir haben hier diesen Fader, kann man die Lautstärke des Tracks mit einstellen, wenn denn was drin ist. So, jetzt möchten wir unseren ersten Teil aufnehmen. Um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, schalten wir hier oben noch den Klick ein. Das ist jetzt schon an in dem Fall. Dann kriegt man, wenn man hier auf Play drückt und beim Aufnehmen so ein Klicken im Hintergrund, einfach als so eine Art Metronom. Ja, um das aufnehmen zu können, müssen wir hier einfach auf Record klicken, dass der blinkt. Jetzt sieht man hier schon in diesem kleinen VU-Meter den Ausschlag. Das ist das, wie ich gerade spreche. Dann klicken wir hier oben auf Aufnahme. Der fängt jetzt noch nicht an aufzunehmen, sondern erst wenn wir jetzt auf Play drücken und der Transport auch wirklich losläuft, fängt der an aufzunehmen. Und jetzt nehmen wir einfach mal unseren ersten Gitarrenpart auf. So, jetzt haben wir unseren ersten Track aufgenommen. Den können wir einfach mal hier hingehen und uns ganz anhören, wie das Ganze klingt. Na, das ist ja recht nett geworden. Und jetzt machen wir im Grunde genommen für all unsere anderen Tracks genauso weiter. Ich mache hier wieder einen Rechtsklick drauf, füge einen neuen Track hinzu. Man sieht auch hier steht der Name schon drin, weil ich das nicht zum ersten Mal aufnehme. Und zwar eine Ukulele. Ich habe hier eine rumstehen. André meinte gerade, oh, damit würde ich ganz gerne mal was aufnehmen. Also machen wir das einfach mal. Auch hier einfach nur Mono, da wir die mit dem Mikrofon aufnehmen. Klicke ich hier auf Add, gehe wieder an Anfang zurück, mache Record Enable natürlich für diesen Track an. Dann sieht man hier schon den Ausschlag. Und klicke hier einfach mal auf Aufnahme und dann auf Play. So, jetzt haben wir unsere ersten beiden Tracks fertig aufgenommen und jetzt können wir uns schon mal anhören, wie das bis jetzt so klingt. Na, das klingt ja gar nicht mal so gut. Ist kein Wunder, da haben wir ja auch noch nicht gemischt, keine Lautstärken angepasst, keine Effekte drauf, kein Equalizer. Da gibt es noch eine ganze Menge zu tun. Aber jetzt machen wir erstmal weiter, fügen noch einen neuen Track hinzu. Und zwar diesmal nehmen wir was mit MIDI auf. Das heißt, wir wählen hier bei Typ MIDI aus. Das Ganze nennen wir mal Orgel, denn ich werde jetzt einfach so eine kleine Begleitung mit dem Synthesizer, der hier neben mir steht, aufnehmen. Einfach so ein Hammond-Orgel-artiges Teil. Was wir jetzt beachten müssen bei dem MIDI-Track hier, bei denen hier habe ich immer nichts weiter eingestellt, weil die standardmäßig einfach von der Soundkarte, die ich in Jack eingestellt habe, aufnehmen und die hat nur einen Eingang und daher geht das auch alles ohne Probleme. Ich habe aber mehrere MIDI-Input-Geräte. Das heißt, diesmal muss ich jetzt auswählen, von welchem Gerät die aufnehmen soll. Und es geht am einfachsten, indem man einfach mal Shift-E drückt
oder hier oben unter View Show Editor Mixer anmacht. Das kriegen wir hier an der Seite, so einen Mixer-Strip. Der stellt im Grunde genommen das Gleiche, was hier drin ist, nochmal in größer dar. Aber was wir auch bekommen, ist, wir bekommen hier oben die Möglichkeit, den Input für diesen Track auszuwählen. Bei denen hier, wenn man die hier mal anguckt, die stehen einfach auf 1, also System Capture 1, also der ganz normale Audioeingang. Bei der Orgel müssen wir jetzt gucken, dass es der richtige MIDI-Adapter ist. Gucken wir mal hier rein und okay, hier ist jetzt sogar schon der richtige ausgewählt, nämlich das USB-MIDI-Cable, das hängt an meinem Synthesizer hier dran. Und wenn wir jetzt hier auf Aufnahme drücken, dann müssten wir auch die Noten sehen können, genau. Wir kriegen auch so ein VU-Meter, das zeigt die Velocity von den MIDI-Noten an, die da reinkommen. Und jetzt werden wir einfach mal damit was aufnehmen. Ansonsten funktionieren diese MIDI-Tracks haargenauso wie auch normale Audio-Tracks. Das heißt, einfach Aufnahme drücken, hier oben auf Aufnahme drücken und Play drücken. Haben wir den Track auch aufgenommen. Das ist ja ganz gut gegangen. Das können wir mal angucken, was hier eigentlich passiert, wenn man so einen MIDI-Track aufnimmt in Ardo. Wir können diese Tracks so ein bisschen höher ziehen und man sieht, wenn man das bei einem MIDI-Track macht, dann bekommt man so eine Detailansicht mit so einer Piano-Roll an der Seite, wo man sich die Noten genau angucken kann. Das ist ziemlich cool. Jetzt können wir uns das angucken und sehen, wie schlecht ich gespielt habe. Naja, es geht so. Das Praktische ist jetzt halt, wenn man nicht überall Spielfehler macht, kann man halt super leicht einfach reingehen und die Noten nachträglich editieren. Ich kann hier auf so einer aufgenommenen MIDI-Region, kann ich einfach doppelklicken und kann jetzt die einzelnen Noten anfassen und durch die Gegend bewegen. Das ist super praktisch, falls man mal irgendwo einen Fehler gemacht hat beim Spielen oder irgendwie noch das Timing ein bisschen anpassen will oder so, weil man sehr schön, sehr leicht einfach nachträglich noch die Noten editieren kann. Das ist natürlich der Riesenvorteil von MIDI gegenüber Audio. Auch kann ich jetzt einfach sagen, ach, ich möchte mal die gleiche Spur noch nehmen und zum Beispiel benutzen, um ein anderes Instrument zu spielen, zum Beispiel ein Elektropiano. Genau sowas werden wir auch später im Mix nämlich machen, nämlich einen MIDI-Track zweimal benutzen, um zwei verschiedene Instrumente mit dem gleichen Track zu spielen, dass die zusammenspielen. So, und weil ein Track noch nicht genug ist, machen wir gleich das zweite nochmal und nehmen noch eine Bassline auf. Auch das ist wieder ein MIDI-Track und wir machen im Grunde genommen genau dasselbe. Wir wählen den aus, gucken, dass hier der richtige Input ausgewählt ist, nämlich das USB-MIDI-Cable, das spiele ich über den gleichen Synthesizer. Gehen wir zurück und stellen das auf Aufnahme und machen auch hier einfach los. So, jetzt haben wir unseren letzten Teil hier aufgenommen, die Bassline, und die können wir uns jetzt auch mal kurz anhören. Ja,
ja ganz nett geworden. Klingt natürlich noch nicht bei weitem so wie das fertige Lied, das ist ganz klar. Da ist halt noch überhaupt nichts gemischt, da sind noch überhaupt keine Effekte drauf, keine Kompressoren, keine Equalizer. Das heißt, das Ganze ist noch sehr, sehr roh. Und genau das werden wir uns in der nächsten Episode angucken. Da werden wir uns damit beschäftigen, wie man jetzt dafür sorgt, dass das, was hier alles ist, auch richtig gut zusammenklickt. Oder jedenfalls ziemlich gut. Mir ist auch ganz klar, dass ich in dieser Episode jetzt bei weitem nicht alles gezeigt habe, was man am Anfang so in Ardor machen kann. Also zum Beispiel das ganze Setup von Jack habe ich rausgelassen, weil ich weiß, dass man damit locker alleine eine halbe Stunde Tutorial füllen kann. Trotzdem denke ich, ist das hier wirklich eher so als Einsteigersache gedacht, dass man mal ungefähr eine Idee kriegt, wie funktioniert das Programm eigentlich, weil ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal davor saß, da dachte ich irgendwie, oh Gott, ich kriege hier überhaupt nichts hin. Es ist einfach mal, um den Leuten so ein bisschen zu zeigen, wie die Arbeitsweise ist. Wenn ihr da halt Fragen habt, dann müsst ihr halt nochmal online nachgucken und ihr könnt auch mich im IRC-Channel fragen, natürlich dem Raute GNU Funst-Channel auf Freenode. Und da kann ich auch eure Fragen beantworten oder postet hier unter dem Video direkt was. Ardor ist auf jeden Fall eine super Software, die sich wirklich lohnt, mal anzugucken. Und in der nächsten Episode gucken wir uns halt an, wie man jetzt macht, dass das hier alles schön klingt. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und man sieht sich.